Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone und wir haben uns spontan was ausgedacht, denn diesmal ist Anran wieder mit dabei. Hallo, falls du da bist, ich hoffe. Guten Abend. Das Streamteam ist wieder das ist richtig. Am Start. Denn wie der Zufall so will, hast du heute einen Key bekommen, hast dich schon so ein bisschen ausprobiert und jetzt haben wir mal gedacht, wie wäre denn, wenn wir einfach mal so 1, 2, 3, 4, 28 Runden gegeneinander zocken, vielleicht auch mal, ich versuche auch mal verschiedene Klassen auszuprobieren, so ein bisschen, ist, denke ich mal, auch ganz spannend. Ich schicke dir einfach mal hier so eine komische Anfrage da. Die Herausforderung nehme ich an. Das ist gut. Ich probiere mich mal, bevor ich mein eigenes Deck zeige, probiere ich mal ein anderes Deck. Ich nehme jetzt mal. Also, ich überlege gerade, also Hunter habe ich ja schon viel gespielt, Schamanen habe ich ein bisschen gespielt. Ich probiere mich mal, ach komm, nehmen wir einfach mal den Krieger, ist ja wurscht, habe ich noch gar nicht gespielt so wirklich. Wir versammeln mal die Zuschauer und dann gucken wir einfach mal. Bei mir wurde gerade der Fertigknopf. Oh, das ist aber, der wurde vorhin auch bei mir. So. Ich habe keine Ahnung, was in dem Deck drin ist, was das Deck kann, das ist das ganz normale Basisdeck. Ich sag einfach mal, er ist okay. Ja, ach, Hunter ist eigentlich ganz gut zu lernen, so von alleine. So, ich fange als zweites an. Das ist geil. Ich habe gerade meine Karte wiederbekommen, die ich weggeschmissen habe. Das ist natürlich gut. Ja, aber ich spiele mal eine Runde Fährten hier. Ja, wir gucken einfach mal. Vielleicht entdeckt man ja auch mal, oder ich entdecke vielleicht auch mal eine Klasse, die mir vielleicht so Spaß macht, die man dann auch nochmal spielen kann. Weil Shami ist nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. So, was haben wir denn? Aber das kann ich bestätigen. Komm, nehmen wir direkt mal den hier. Und dann kloppen wir mal hier die Axt direkt rein und hauen mal auf die Fresse. So. Ah, ey, das ist ein Aufsehen. Ja. Ja, ist jetzt die einzige Kombination, die ich konnte. Achso, ja, dann. Okay, dann bin ich dran, dann spiele ich jetzt erstmal einen amtlichen Traktor. Ja, Hearthstone brauche ich so ein Handelssystem, ne? Irgendwie, dass man so untereinander auch tauschen kann. Das wäre eigentlich mal ganz cool. Ja. Oh. Ja, weil der Kollege, der hat mich gerade dreimal oder so umbringen können oder so. Ach du Scheiße. Die fand ich gut, die Karte. Die, ja. Die ist gut. Also Krüger macht ja Spaß bisher. Ich merke schon. Ach komm, zwei Pisselschaden da. Also wie gesagt, ich habe ja nichts verändert. Einfach das Basisdeck genommen, so wie es war. Ich guck einfach mal, wie weit ich hier komme mit dem Ding. So, den kennen wir ja. Den kenne ich auch. So, dann gehen wir den mal ansturm. Ach du Scheiße. Ist ja gar nicht schlecht so. Also Krieger gefällt mir bisher auch ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Ich mag so Decks, die so schnell sind, weißt du, zack, 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 wo du nicht ewig wartest. Na, das musste doch nicht unbedingt sein jetzt, oder? Doch, das musste sein. Weiß für die Genugtuung. Ansturm ist sehr gut, Ansturm mag ich. Besonders wenn es einen Murloc hat. Vielleicht wäre Krieger ja auch mal was so. Dann baue ich vielleicht auch mal ein Deck. Wie wäre denn damit? Aber wir probieren erstmal so ein paar Klassen aus. Und dann gucken wir einfach mal. Also bisher macht mir Hunter am meisten Spaß. Aber ich habe auch erst zwei. Ja gut, der Tutorial mit dem Mage noch. Aber das zählt ja nicht so wirklich, oder? Würde ich sagen. Das zählt nicht, das zählt nicht. So. Okay, da kriegst du auf die Karten einfach mal bewusst hingezogen. Denn geht ja nicht anders. Ordentlich mit dem Schwein auf die Fresse. Ach komm. Ah ja, war klar. Das war Glück. Das war Glück. Das war Glück. Du hast mir das zugezogen. Ich musste das jetzt tun, ja? Ja, ja, komm. Die Tore sind geöffnet. Ja, da reden. Sie wollten es nicht anders. Sie wollten es nicht anders. Ich wollte, dass sie was gehabt haben. Okay, dann spiele ich meinen Grizzly. Ach. Waldwolf. Natürlich Waldwolf. Der sieht gar nicht so gut aus, aber man muss ja beachten, dass alle anderen
plus einen Angriff kriegen und dann, wenn du noch zwei von denen hast, plus noch den Wolf, der halt den Benachbarten dann Angriff gibt und so, dann geht das schon ordentlich. So, was haben wir denn? Richtig. Das nennt man dann in der Regel mal Harmonie. Scheiße. So, ich bin fertig. Das sogar irgendwie deine Ey, ganz ehrlich, jo, Leute, ich hab seine LP bisher immer noch abgeschätzt. Aber hat er auch da so tierisches. Das ist kein Lack, das ist einfach gekonnt. Weißt du, du musst halt gucken, wann du die Karten spielst. Lack, sagt er, Lack. Ey, du wirst hier, wenn du nichts mit Spott hast, bist du tot, ist dir klar. Ja, hat er nicht. Ja. Die Schildkröte, die habe ich gar nicht mehr drin bei mir. Weil, weil die keinen Spott hat. Mit Spott wäre die geil, aber so ohne. So, guck mal hier. So, Herr Beißerchen. Herr Beißerchen, ich glaube, ich kriege es auf den Sack. Zack. Zack. So, ein Ründchen hast du noch und dann, weiß ich Bescheid, ne? Das ist vorbei. Dann gib es auf den Sack. Das ist vorbei. Aber hart. Hart. Hart auf den Sack. Aber richtig. Ach komm, wem willst du denn da noch was beweisen? Was soll denn der Quatsch? Mir. Ich möchte mir noch was beweisen. Ja, die Rüstung runterschießen. Das bringt doch jetzt auch nichts. Das bringt nichts, weil. Ich hab mich ein bisschen verrechnet. Ja, ja. Scheiße, natürlich. Tada! Ich bin fertig. Aua! Oh, oh. Sieg! Level 2. Fügt ja voll auf Level. Spalten. Fügt 2 zufälligen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Och, Krieger ist ja ganz toll irgendwie. Da können wir direkt mal noch eine Runde mitmachen. Noch eine Runde spielen? Ja. Okay. So, Schrauben anziehen und ab dafür. Yeah. Ich hab's auch gerade die Schrauben anziehen. So ist das richtig. Richtig. So. Loktaroga. Ich musste mich jetzt mal ausprobieren. Ja, ich nehme alle dreimal neu. Ach, man kann auch mehrere raushauen. Ich dachte, man kann nur immer eine. Ach so. Du kannst auch alle raushauen. Ach so, ja gut. Okay, ich hab das. Ah, ich verstehe. Ich dachte, man kann immer nur eine austauschen. Ja gut. Ich habe gerade auf das Herz der Karten vertraut und wird voll in den Arsch getreten. Deswegen lasse ich jetzt den Drachen fliegen. Und wieder die Münze, ne? Ja, klar. Ich finde die gut, die Karte. Die ist echt geil. Ja, die ist richtig gut. Kann man nichts sagen. Deswegen spiele ich erstmal eine Runde Anregen. Ja, mach das. Ich bin mein Hüter des Heinz. Hüter des Heinz? Meinst du den Runde Ketchup? Also, ach, Heinz, nicht Heinz. Nicht Heinz. Der andere Heinz. Nicht, das ist nicht der Ketchup-Hüter. Rüstung. Ach, was kommt mit deiner Rüstung da jetzt, ne? Ja, guck mal, haben wir schon wieder gelernt, dass wir auch mehrere Karten austauschen können. Man lernt ja nie aus. Hat jemand einen Arzt gerufen? Den Arzt. Ah, komm. Arzt, so. Oh, jetzt hat er auch einen. Oh Gott, ein Schaden. Ja, das habe ich dir richtig einen mitgegeben. Das tut weh. Was mich interessiert, wenn ich jetzt hier auf dem Feld was mache, passiert das bei dir auch oder hast du dein eigenes Feld? Also wenn ich jetzt hier die Kürbisse zum Beispiel wegmache. Nee, dann hat jeder sein eigenes Feld. Ich hab mir gedacht. Ja, ist ein bisschen schade, das stimmt schon, aber. Was will man machen? Egal. So. Okay, jetzt. Aber den ganzen Spaß nochmal neu. Ich bin Herr der Arena. Ach. Opfern wir den, geben wir nochmal 2 Schaden rein. Anregen ist auch eine starke Karte. Kostet auch 0 Mana. Gibt dir erstmal 2 Mana. Aber hast halt im Gegensatz zur Münze nicht immer garantiert, wenn du als zweites anfängst oder so. Ja. Aber wisst ihr mich jetzt damit? Hä? Warum hast du mich damit nicht gehauen? Ja, weil ich mir sonst 6 Schaden reindrücken würde.
Ja, nicht blöd. So, ich bin nix, ich hau dir voll in die Fresse. So, ich bin fertig. Ja, ich auch, aber vollkommen fertig. Vollkommen fertig. So. So wird doch ein Schuh draus. Nein. Da wird jetzt ein Schuh draus. Weißt du, macht ja mal so keinen Sinn. Was? Macht keinen Sinn, was du da noch gemacht hast. Warte mal. Die Frage ist jetzt, greifst du den an oder greifst du mich an? Das ist halt die Frage. Mal gucken. So. Was ja, jetzt? Was jetzt? Ich denke, du greifst auch den was jetzt? An. Aber ich bin mir nicht sicher. Dran, ja, ich ne? bin noch dran. Ich überlege ja gerade, ob ich was mache. Ja. Deswegen, ich kann ja nichts. Oh, ich kann ja Licht ausmachen. Blip, 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 blip. Das Feld nachwachsen. Das ist mein Zug? Okay. Was für ein Manipulator, ja fick dich. Das Schlimme ist, es reicht leider nicht. Nee, das reicht nicht. Ich öffne mal meinen. Opfere mal meinen. Ah, der hat noch Leben dabei. Ich krieg eher Angriff gesehen. So. Jetzt ja, ich weiß. Jetzt gibt Ärger. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Seht ihr die mieseste Kacke, die er im Deck hat? So, die also geben sich gegenseitig Ansturm, verstehst du? Oh, das ist auch eine nette Taktik. Ja. Aber jetzt hat der keinen Ansturm mehr, das ist natürlich das Ärgerliche. Ach, scheiß drauf! Nein. Ich mach mich doch nicht immer tot hier. So weit kommt es noch. So, was machen wir denn jetzt? So. Gibt erstmal Mondfeuer. Ja, komm, bring es hinter uns. Wer soll ich? Mach uns hier. Okay, ich wollte sagen, wer soll ich angreifen? Was soll dieses Rumgeplänkel da? Kann ja nicht sein. Genau, was soll ich geplänkel? Niederlage. Oh, scheiße, kein Level. Ah, ich auch nicht. Warte mal kurz, ich guck mal eben. Ich baue mal eben das Deck ein bisschen um. Erstmal nenne ich das Schamanendeck um in. Was für eine Scheiße? Spot. Totem. Power. Ja, das ist, schade, dass wir das schon nicht aufgenommen haben, aber das Charmi-Deck hat mehr von ihm. Ich find's gut. So, und dann bauen wir uns mal hier ein neues Deck. Dann nehmen wir nämlich den Krieger. Wie nennen wir das? Ansturm nennen wir das. Ansturm. Finde ich gut, wenn man so Decks benennen kann. Macht so überhaupt keinen, also bringt überhaupt nichts, aber so, lass uns mal Karten vorschlagen. Das ist doch in der Regel mal für einen selbst. Außerdem, wenn du Decks mit mehreren Namen, ach, mit mehrere Decks für eine Klasse hast, kannst du immer untereinander aussuchen. Das stimmt. So, dann gucken wir mal. Zorn des Wildtiers. Ja. Kennst du die Karte? Zorn des Wildtiers. Was macht die nochmal? Mhm. Verleiht einem Wildtier 2 Angriff und Immunität in diesem Zug. Die ist gut. Kostet halt nur ein Mana, ist eine epische Karte. So. Bisher habe ich noch keine Monster hier drin, nur irgendwelche Dingskarten. Welche Dingskarten? So, dann Murloc hier. Ach gut. Verursacht 4 Schaden, verursacht stattdessen 6, wenn euer Held maximal 12 Leben hat. Ja, nehmen wir mal mit, ne? So, aber mal mitnehmen, mal mitnehmen, ne? Oh ja, plus 1 Zauberschaden.
Wow, ich habe den Mondfeuer in Gold gekriegt. Und Wildgeist, halt, finde ich schon. Ich würde ehrlich gesagt mal ein paar geringere Monster reinpacken hier, sonst habe ich nur hohe. Bringt ja auch keiner Sau was. Mhm. Ja. Voller Mischmasch-Deck hier, aber das macht ja nichts. Das ist jetzt nicht so darauf ausgerichtet, dass man, ja, wie beim Hunter-Deck, dass man da bestimmte drin hat und so. Aber dieses Vorschlagen ist ganz praktisch. Da kann man sich so ein Grunddeck bauen, sag ich jetzt mal. Und dann hinterher noch austauschen, so ein paar Sachen. Ja, richtig. Nur so dazu sehen, du hast auch mit dem Krieger nicht gespielt, dass du einige Klassenkarten noch gar nicht hast. Das ist auch so eine Sache. Wildgeist schon wieder. Ja, nehmen wir das mal so und dann gucken wir einfach mal. Ach, du öffnest Kartenpackung, das ist aber mir jetzt gerade egal.